Joscha, du hattest am Sonntag ein spannendes Rennen der Europameisterschaften für Formel 4 gefahren. Kannst du uns kurz etwas über das Rennen erzählen? Ja, es war ein spannendes Rennen. Es gab Regen in der Strecke. So, es war wirklich schwer, das Auto zu handeln und auch keine Fehler zu machen. Das erste Rennen war nicht so gut für mich, aber dazu die nächsten zwei Rennen konnten viel besser sein für mich. Dann konnte ich den ersten Platz erlangen und auch den dritten Platz. So, es war ein sehr positives Wochenende für mich. Was war der Höhepunkt bei dem letzten Rennen für dich? Ja, das letzte Rennen musste ich auch von hinten losfahren. So, ich musste viele überholen im Regen. Und bis zur letzten Runde war ich Vierter. Und dann auf einmal konnte ich bis zum dritten Platz kommen. Und ja, ich glaube, das war der Höhepunkt für mich. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Auto vor dir ist? Wer entscheidet, ob du überholst? Du oder kriegst du Anweisungen von deinem Team? Also, ich entscheide, wann ich überhole. Aber ich muss nur warten, bis der vor mir einen Fehler macht, damit ich den dann auch überholen kann. Oder ich mache eine Strategie, damit ich den anderen überholen kann, ja, weil keiner lässt sie da vorbei. So, es ist wirklich schwer, überholen. Wie bereitest du dich für ein Rennen vor? Fährst du die Strecke virtuell, also am Computer oder so etwas? Ich bereite mich vor in einer virtuellen Rennstrecke, damit ich auch jede Kurve auswendig kann und auch wisse, in welchen Gang ich in jeder Kurve fahren muss oder wie ich die Kurve nehmen muss und sowas. Ja, alles, damit ich auch die beste Zeit machen kann. Du lebst jetzt schon seit einigen Monaten in Deutschland. Wie ist das für dich? Neue Freunde und so weiter. Wie läuft das? Ja, es ist etwas ziemlich neu für mich. Es ist viel anders als in Paraguay. So, und ja, meine Freunde sind eigentlich nur meine Kollegen, also meine Teamkollegen und auch meine Mechaniker. Mehr als das haben wir bis jetzt noch nicht, weil wir reisen immer hin und her. So, wir sind eigentlich den ganzen Tag immer an der Rennstrecke. Wie würdest du sagen, wie läuft so ein ganz normaler Tag für dich ab? Wie ist es mit Training und so weiter? Ein normaler Tag für mich in Berlin würde sein, morgens aufstehen, früh morgens. Ein bisschen Frühstück essen und dann auch gleich ins Fitnessstudio, mindestens eine Stunde oder 2 Stunden. Und nach das esse ich dann Mittag und dann mache ich an meine Analyse hier für das nächste Rennen. Und dann auch fahre ich manchmal zum Team, damit ich dann auch da ein bisschen weiter trainieren kann. Joshua, man sieht dich immer mit der paraguayischen Flagge auf dem Podium. Warum hast du sie immer dabei? Ich nehme die paraguayische Flagge immer mit, weil ich bin stolz auf mein Land und ich will die anderen das auch zeigen, von wo ich bin und dass die auch Paraguay kennenlernen.